Barmherzigkeit oder Strenge? In welche Richtung soll man gehen? Ein wenig diskutieren wir das ja in dieser Zeit auch. Und es ist die große Frage, die große Spannung, die diese beiden Tagesheiligen heute miteinander verbindet, obwohl sie außer einem Briefwechsel gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Cornelius, der nach einem ersten langen Schisma, nach 15-monatiger Vakanz in Rom zum Papst gewählt wird, ein einfacher, gütiger Mann, und in Karthago Cypria, diese Koryphäe der nordafrikanischen Kirche, der geistliche Vater, wenn man so will, der Grundtypus eines Augustinus. Die Kirche ist in großen Spannungen, sie ist ständig unter Verfolgung, sie ist ständig angefochten. Eine Verfolgungswelle nach der anderen geht über sie hinweg. Natürlich halten da nicht alle stand. Manche opfern vor den Götterbildern, vor dem Kaiserbild. Sie wollen ihr Leben nicht verlieren. Sehr menschlich. Nur wenige haben die Standhaftigkeit, in den Tod zu gehen. Wenn die Verfolgungswelle abebbt, wie geht die Kirche dann mit denen um, die schwach geworden sind? Das ist die große Frage dieser Zeit. Die Lapsi, die Abtrünnigen. Es gibt eine ganz strenge Richtung in Afrika, die sagt, die bleiben draußen. Und auch die Reinen, wie sie sich nennen, die Katharoi in Rom, Novatian sagen, die bleiben für immer draußen. Keine Chance mehr. Cornelius und Cyprian gehen nach und nach einen anderen Weg. Sie gehen einen Mittelweg. Sie bleiben streng und versuchen doch, einen Weg der Barmherzigkeit zu gehen, indem sie einen Bußweg vorschreiben für diese Abgefallenen. Deutlich für alle sichtbar eine strenge Kirchenbuße, um sie dann wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen zu können. Vielleicht ist das für uns auch ein wichtiges Signal. Vor allen Dingen, wenn wir den Hintergrund etwa eines Mannes, von dem wir so viele wunderbare Schriften haben, wie Cyprian von Karthago sehen. Wir sollten ihn lesen, um zu wissen, was der Hintergrund für solche Lösungen ist. Es ist ja viel zu schlicht, es ist ja viel zu billig, einfach immer nur diese beiden Spannungspole aufzuzeigen. Barmherzigkeit, das wird dann zu einem billigen politischen Schlagwort, ebenso wie die Strenge. Wir dürfen diese Dinge nicht zu Schlagwörtern verkommen lassen, sondern wir müssen uns auch um den Hintergrund bemühen. Wer etwa nicht weiß, dass Cyprian uns so wunderbare Schriften über das Gebet geschenkt hat, dass Gott ins Herz sieht und dass das Herz des Menschen der Ort des Gebetes ist, wird nie seine Suche nach Kompromissen verstehen. Er wird ihn für irgendetwas vereinnahmen, was ihm gerade in den Kram passt. Diese Lösungen sind immer zu einfach und sie sind immer schlecht. Es bedarf einer ganzen Existenz christlichen Lebens, dass man solche schwierigen Spannungen lösen kann. Vielleicht kann man sie nie einfach nach einer Seite hin auflösen. Sondern man muss diese Spannung durchtragen. Das ist eine eigene Form des Martyriums. Cornelius etwa ist nicht durch das Schwert gestorben. Er starb in der Verbannung. Und diese Mühen der Verbannung wurden ihm als Martyrium angerechnet. Wogegen Cyprian, begleitet von seinem Volk, nachdem er seine priesterlichen Gewänder in die Hände der Diakone abgegeben und seinem Henker zwei Goldstücke überreichen ließ, enthauptet wurde. Es sind immer alle Aspekte des menschlichen Lebens, die eine Glaubensexistenz ausmachen. Es ist nicht einfach so, als hätten wir eine politische Agenda abzuarbeiten,
Hier sind die Strengen und da sind die Barmherzigen und jeder vereinnahmt das Evangelium für sich. So einfach ist es nicht. Wir lernen das heute neu bei diesen beiden Heiligen.